Die Punk Queen und das Bremspedal. Oh, Entschuldigung. Nina Hagens erste Fahrstunde. Direkt nach dem großen Finale hatte Nina Hagen Baha nach Los Angeles eingeladen. Zusammen mit Ausscheiderin Romina reiste das Monroes-Mitglied in die Heimat der Stars. Inzwischen sind die Engel gelandet und gespannt. Wie sieht es wohl aus in Ninas Welt? Und was hat sich die Punk Queen für ihren Besuch ausgedacht? Yeah. Hallo. Ich liebe es. Besuch. Hallo. Wie spät haben wir sie jetzt? Deutsche Zeit, englische Zeit? Kommt doch bitte rein. Setzen wir uns vielleicht hin auf den Arsch? Den gut durchtrainierten Popstar-Arsch. Und wir haben Geschenke für dich. Nee. Doch. Ich packe erstmal meins aus. Because man muss ja auch mal annehmen können. Ich gebe immer. Und ich muss es jetzt auch mal was annehmen. Oh, ihr habt mir einen männlichen. Und überhaupt. Oh. Dankeschön. Das ist ja super schön. Oh, und Silber, so Silber. Oh, ich werde wahnsinnig. Thank you so much, Romina und Bahar. Der Otis ist nicht da. Der Otis ist da, der macht eine Siesta, der pennt gerade. Der war gestern nämlich die ganze Nacht unterwegs mit seinen Freunden. Uh-huh. Ja. Bei seinen Freunden zu Hause. Zwei? Ja, zwei. Boah, das hatte gleich wieder so ein multidimensionales Mino. Die Opfergaben haben die Popgöttin gnädig gestimmt. Ja, hier, jetzt habe ich die ja gefunden. Also, die wollte ich euch schenken. Die sind aus New Orleans, die kriegt man. Das sind Bananen. Ja. Es sind so eine Ketten, die geben die bei Mardi Gras, das ist der Karneval in New Orleans, und da geben die das den Girls. Hängen die so ganz süße Ketten und die müssen aber vorher ihre Titten zeigen. Super. You're so welcome. Und danke für die beiden Süßen. Das sind ja so Guardian Gods for good luck. So, let's put the Guardians here. Die stählernen Schutzpatrone aus Good Old Germany bekommen einen Sonderplatz in Ninas Meditationsecke. Der deutsche Weltstar findet, jetzt stehen die Sterne gut für einen Ausflug. More, Hollywood. Nach dem gemütlichen Kaffeekränzchen brechen Nina und ihre Engel zur Sightseeing-Tour auf. L.A. bei Nacht und Frau Hagen als Tourguide. Schon allein dafür hat sich die 10.000 Kilometer lange Reise gelohnt. Hier sind die Sterne von den bereits lebenden oder den bereits gestorbenen Hollywood-Sternchen. Es wäre so geil, wenn wir das in Deutschland auch hätten. Hildegard Knef, Elisabeth Volkmann, Ingrid Steger. Nein, das gibt's doch nicht. Ich lache mich tot. Weißt du, wer da kommt? Da kommt meine Freundin Tequila Mockingbird. Ich glaub's ja nicht. Wo Nina auch auftaucht, überall trifft sie Freunde. Tequila Mockingbird ist als Partyveranstalterin eine bekannte Größe in Los Angeles. Da ist ein Jim. Hi. Oh, hi. Baha. Romina, they're here for 2 days from Germany. We're going on a sightseeing trip. Are you coming along? Ja. Yes, you're coming along. Hier, das ist einer meiner Lieblingsshops, da kaufe ich immer meine Marilyn Monroe-Taschen. Ja, that's one of my favorite Schuhladen da drüben. Und hier natürlich die ganzen Sexy-Shops. Da kann man sich ganz tolle Striptease-Klamotten und sowas Schönes kaufen. Hey, Max, wo fahrt ihr denn hin? I'm getting a parking spot. Tschüss, Nina. Ja, auf Wiedersehen dann eben. Bis zum nächsten Mal, das war Max. Stop, here we are at my favorite place. Was Nina wohl unter Sightseeing versteht? Bisher haben die Girls nichts anderes gesehen als Geschäfte und jetzt macht die Punk Queen auch noch einen Shopping-Stop. 4 Frauen auf dem Sunset Boulevard. Das kann dauern und teuer werden. Ninas Einkaufsdrang ist befriedigt. Jetzt können die wirklichen Sehenswürdigkeiten kommen. Wer weiß, vielleicht prangt eines Tages auch ein Stern der Monroes auf Hollywoods Prachtstraßen. Wir waren eben auf dem Sunset Boulevard und haben uns alles genau angeschaut und die ganzen Leute haben uns auch hinterhergerufen und es war echt lustig und es hat sehr viel Spaß gemacht. In Hollywood hat man schon viel gesehen. Eine Nina Hagen ist aber auch hier einmalig. Was die Kalifornier nicht wissen, der schrille Weltstar ist mit Vorsicht zu genießen. Übermäßiges Betrachten kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.
hätte der Käferkutscher doch besser mal die Packungsbeilage gelesen. Nobody got hurt. Blechschaden hin oder her, verletzt ist niemand. Auweia, haben wir zu lange hingeguckt, wo die Fernsehen machen. Ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Außer eine Beule im Volkswagen. Nina und ihre Engel treten die Flucht nach vorne an. Schließlich haben sie am Abend noch eine Verabredung. Hi, Tommy. Guten Tag. Hi, I brought you some wonderful girls from Germany. I'm so lucky. Hi, nice to meet you. Tommy hat einen Film über L.A.'s Hip-Hop Way of Life gedreht. Ninas Engel sollen eine Sondervorstellung bekommen. Oh, by the way, this is my son Otis. Hi. Der Otis regt auch schon seit kleinster Kindheit auf seinen Geburtstagspartys Hip-Hop-Platten auf, der Otis. Also der ist damals groß geworden. Und dadurch, dass er in Los Angeles lebt, weiß er natürlich auch durch unseren Nachbar Tommy und seinen Film Slippin', was da so los ist in der ganzen Hip-Hop-History. Because we're speaking more or less in Deutsch, Tommy. In Ninas Haus wird Deutsch gesprochen, denkt sie. Otis kennt deinen Film schon, he knows your film. Otis wird uns bestimmt darüber was erzählen. It's a movie about... Kannst du Deutsch sprechen? No. Oh, bitte. No. Oh, bitte. No, I really can't. And then anyways, it's a movie about gangsters and pretty much... Everything that's happening, LA and stuff, and it's about loss and despair. And it's a good movie. It's a good documentary made by Tommy right here, our neighbor. Lucky enough to have him here. So yeah, we're lucky people. Aber kannst du denn nicht mal Deutsch sprechen, Otis? No, 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 he says no. Er hat's doch in der Waldorfschule gelernt, mein Gott. So gut wie ihre Engel hat Nina ihren Sohn wohl nicht im Griff. Nach dem Ausflug in die Glamour-Welt von L.A. tauchen Nina und ihre Gäste jetzt in die Subkultur ab. What would happen if I would walk down South Central now with the girls and you? They say she's a trick. She's a trick? Yeah, trick. I'm not a trick, I'm real. Also ich finde, sie hat ihn jetzt nicht so unbedingt als Sohn und betrachtet so, dass sie halt irgendwie die Mutterrolle hat und ihm jetzt irgendwas gesagt hat, du musst das und das machen, sondern wirklich alles, was er gesagt hat, sehr ernst genommen hat und ja, ihm auch in allen Bereichen freien Lauf gegeben hat und alles respektiert, was er eben macht. Na, ich habe den Otis gefragt, wenn die Popstars Staffel fertig ist und die Band steht, dann gibt es noch ein paar mehr Shows und es wäre unheimlich schön, wenn er uns unterstützen könnte. Und dann hat er gesagt, sure, I support you, Mom. Ist mein Supporter, mein Sohn ist mein Supporter. Otis, sag ich Deutsch oder Englisch? Ja, sprich doch Deutsch. Du machst du, also DJing? Ja. Oder rappst du auch? Oder nein, ich DJ nur. DJ? Ja. Aber hier dann Partys, irgendwie Freunde? Ich habe ganz tiefe Gefühle für meine Schwestern entwickeln können. Baha und Romina, ganz besonders an den Tagen, wo sie da waren, wo sie so ein Jetlag hatten. Wir konnten ja gar nicht viel machen. Because Jetlag ist schon heftig. Auch für junge Popstars, wa? Ist gut. Wir tanzen ins Bett. Ja. Ja, wir tanzen. Die Tage in Los Angeles sind wie im Flug vergangen. Bevor Baha und Romina allerdings die Rückreise antreten, verzuckern sie sich ihren Kurztrip noch mit einem Spaziergang am Venice Beach. In Los Angeles blendet gleich brenzlig das Bremslicht. Max ist der Sohn von Ninas bester Freundin und wird der Punk Queen heute ihre erste Fahrstunde geben. Für den Fall, dass es beim Flitzen heute blitzen sollte, hat sich Nina hübsch gemacht. Besonders die High Heels haben es in sich. Ein echtes Auto. Ja. Ist dein Auto? Ja. Nice. Du glaubst, du vertraust mir? Natürlich. Ist meine erste Fahrstunde. I mean, ich bin schon mal in einem Solarmobil gefahren. Ist nicht dasselbe. Ist ja ein Solarmobil. Bis später, Schnüdi, I love you. Fahren lernen ist eine hohe Kunst und erfordert höchste Konzentration und Frischluft. Super! Okay, also nur das zum Hören und dann lass los. Ja. Okay, mach mal die auf die Bremse. Bremse links. Ja. Ja? Ja, also drück mal. Okay, und dann man würde. Also erstmal packe ich den Fuß auf die Bremse und gehe auf Drive. Drive, ja.
Ich bin aber auf der Bremse. Aber lass die Füße da drauf. Oh, weißt du? Definitely. Oh. Mach mal den Seatbelt ein. Das Seatbelt, die Seatbelt, der Seatbelt. Okay, lass ein bisschen los auf die Bremse. Nur ein bisschen. Die ist ganz weg. Bisschen. Oh. Mach mal. Oh, dear. To turn it. Weißt du? Aber ich bin ja gar nicht auf dem Gas. Warum fährt der denn schon? Okay, jetzt bremse ein bisschen. Oh, Entschuldigung. Das war ein bisschen straff. Du musst langsam gehen. Langsam bremsen. Mach mal noch mal einen Drive. Fuß weg von der Bremse. Lass ein bisschen los. Und geh ein bisschen rechts. Eigentlich brauche ich ja gar kein Gas. Ich fahre ja von ganz alleine. Mach mal auf die Bremse. Bremse. Langsam, langsam. Ist jemand hinter uns? Nicht? Niemand? Alle weg denn, jetzt komm her! Damit Kaliforniens Autofahrer nicht um ihr Leben bangen müssen, hat Max einen einsamen Parkplatz zum Übungsgelände erkoren. Okay, ein bisschen Bremse und jetzt mach mal einen Drive. Gut. Gestern hat mich der Taxifahrer gefragt, are you a man or a woman? Mach mal einen U-Turn. Are you a man or a woman? Bist du eine Frau oder ein Mann? Was hast du ihm gesagt? Ich habe gesagt, darauf antworte ich nicht, habe ich gesagt. Gut. Kannst du ein bisschen Gas machen? Wo ist denn das Gas? Achso, ja, rechts. Nina Hagen, Autofahren. Vier abgenutzte Bremsklötze und ein Schleudertrauma später ist Zeit für eine Erfrischung. Was ist das? Trinkjoghurt. Schmeckt mir nicht. Ist gut. Nee. Nee? Nee. I can't drive a car, but I can play guitar. Hey? Wie heißt High Heels auf Deutsch? Hackenschuhe. Hackenschuhe, man kann nicht mit Hackenschuhe fahren. Nee, I know. Okay, komm, wir fahren jetzt nach Erfurt. Da steht ein Dunstein an der Autobahn zwischen Erfurt und Gelb. Also lass uns parken probieren. Also geh mal hier links. Muss das schon auf der ersten Fahrstunde sein? Okay, und dann geht man so. Gut. Da steht jemand. Bremse. Reicht's? Oh, fuck. It's okay. Aua, mein Kind. Nee, ist gar nicht okay. Wir sind ja viel zu sehr an der... Lass uns vorgehen. Drive. Ja. Fuß auf die Bremse. Fuß auf die Bremse. Geradeaus. Geradeaus. Okay, gut. Geradeaus ist ja viel schöner. Okay, und jetzt würde ich die... Ich nehme die Hütchen und ich mache die hier hin. Und dann kannst du rückwärts da drin gehen, wie im Parkplatz. Ja? Rückwärts? Ja. Das mache ich ja so gerne. Otis hat mir sowieso schon gesagt, ich soll flache Schuhe anziehen. Ja, wo kann man denn sowas kaufen? Flache Schuhe kenne ich nicht. Ich schmeiß die Hüte. Das ist ja wohl ein Ei. Sieht aber hübsch aus. Das ist jetzt unser our praying circle, unser Gebetskreis. Okay. Kannst du ein bisschen Gas machen? Gut, links, links, links. Es juckt, es juckt. Gut, geradeaus. Und Bremse. Oh, Entschuldigung. Ist okay, ist okay. Muss nur langsam machen. Langsam. Langsam. Slowliness is holiness. Slowliness is holiness. Und jetzt rückwärts. Also du weißt, wenn man geht hier links, dann geht die Auto rechts. Und wenn man hier rechts geht, dann geht die Auto links. Weißt du, was ich meine jetzt? Wenn ich nach so gehe, dann geht das Auto nach da. Und wenn ich nach so gehe, dann geht das Auto nach da. Ja, ja. Okay. Also, nee. Slowly is holy. Gut. Und bremse langsam. Gut. Super. Oh boy. Danke. Bitte. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Maxe. Bis zum nächsten Mal. Okay, mach mal die Auto aus. Noch eins. Und wow. Jetzt rausnehmen. Gut. Ja, warte. Oh ja, natürlich. Ich habe, glaube ich, einen kleinen Schweißausbruch erlitten. Los Angeles ist wieder sicher. Bis zur nächsten Fahrstunde jedenfalls.